Meiner hat wenigstens Charakter und eine Nase, ja, aber deiner hat ja nur so 0815 Standard. Deiner hat Charakter und eine Nase. Ich bin ein selbstbewusstes Arschstand am Anfang, ja. Ruhe, jetzt geht's weiter. Es klopft, nimm ab. Ich höre mich nicht. Warte mal, musst du hören, Mann. Hallo? Ist jemand da? Ne? Keine Ahnung, okay. Ja. Ja. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Genau, als würde ich mitten hier von Tür zu Tür erzählen, du Depp. Das erfährst du schon noch, wenn ich soweit bin. A way out, yes. Intro fertig. So, fertig. Schöne Weihnachten, frohes dann. Das war jetzt knapp eine halbe Stunde. Ach, das war ein Intro. Wir haben schon längst angefangen. Naja, 20 Minuten können wir abrechnen wie in dem Ladebalken. Hey Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about sind die jetzt draußen und erzählen die Geschichte? Ich bin gerade schon draußen. Wir machen die Geschichte nachspielen, glaube ich. Benson, a little bit. Right. Ich glaube, die spielen die, also wir spielen jetzt Geschichte nach, obwohl sie schon draußen sind, erzählen sich gegenseitig, um zu gucken, wer wem den Arsch gerettet hat. Entscheiden, wie sich die Geschichte entwickelt, oder? Weil wäre ich nicht zu dir gerannt, hätte das ja noch gedauert, bis wir uns kennengelernt hätten. Fred. Got a minute. Fred. Right back. Hi Fred. Freddy Krueger. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Bring mich einfach darauf und steckt ihm so ganz unauffällig was ins Hemd. Was so? So knapp ist ein Knast. Hallo? Hey, Fred. What's up? 14 Jahre, denk dran, du müsstest dich auskennen. Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? I guess we could use a few extra hands around here. Scheint so ein Code zu sein. Mhm. Immer die Taschen der anderen fassen, ist ein Code. Solange eben kein Code reinsteckt. Leo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Pass auf, jetzt muss ich da rumschrubben, damit du deinen komischen Spachtel da oben holen kannst. We need to get up there somehow. All right. Ach nö, das muss ich ja noch putzen oder was? Besorgen. Komm, ich nehme den hinten. Ja, mal einen Strom reinputzen. Wischen. Wischen, polieren. Waschen, polieren. Also der steht da. Kann ich die mich einfach mit dem Besen einen überziehen? Ich brech gerade meinen durch. Nee, ich muss da stehen bleiben. Aha. Kann ich den meinen kaputt machen? Ich kann meinen gar nicht kaputt machen. Nur Profis können sowas. Ja, ich muss wieder da rumstehen und hier schrubben. Sure. Just give me some time. Where is that thing anyway? Over there. And how the hell are you gonna get up there? I just need to distract that guard. Ablenkung, genau. Be up there in no time. Yeah. And how are you gonna do that? Wenn ich abbrechen drücke, dann stellt er den Besen generell weg. Keine Ahnung. Ich glaube, du musst die ablenken, glaube ich. Ja, ich weiß nur nicht wie. Mach mal, warte mal. Hey, what do you know about Ich rede mal mit dem Typen. What do you mean? Interessanter Punkt, bist du du. They don't really. Kann ich da nicht drücken? They're always keeping an eye out of you. Why? Hier rein? Vorhin geschossen worden ist. I just don't like guards that much.
Yeah, Holmes. Was gibt's? I know exactly what you mean. Especially that one over there. He looks like a mean motherfucker. They're all mean motherfuckers. Ein Plattenspieler. Ein Weg hier raus. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, was denn lieber? Plattenspieler finde ich cool. Plattenspieler? Raus, geh mal eh. Du willst einen Plattenspieler. Ich würde auch sagen, du nimmst einen Plattenspieler. Ich finde das cool. Okay. Looks like hard work up here. He's not so bad. Ist im Büro des Direktors. Ja, Rinder. Not too bad. Are you kidding me? Da antreten, ja, los, prügeln wir uns. Aufmerksamkeit muss ich kriegen. Ja, da, da der Typ da. Kann hier aber ganz schön viel hin und her rennen. Ja. Kann ich hier rüber? Mach mal. Ih, nee, das ist dieses Erdzeug da. Das hält mich auf. Ich wollte jetzt rüberspringen. Kann ich mit dem hier auch reden? Nö. Oh, hier, ich lenke ihn ab. Warte mal. Nimm mal den Typ, der da leuchtet bei dir gelb. Ich kann den Typen leider mit der Krawatte nicht ansprechen. How long have you been working up here? Way too long, man. Hey. Muss ich den ablenken? Just stay here. Oh, mach mal was. Ich krieg gerade einen neuen Besen. Okay, okay, let's fetz. Ah, ich glaube, ich muss Gas geben. Jetzt musst du hoch, ja. Und ich muss den anderen vielleicht abholen. Oh, du musst zu mir kommen. Du musst zu mir. Komm, komm her. Beweg dich. Komm zu mir. Oh, spring. Was? Cool, weißt du, ich knie da die ganze Zeit, warte, mir ist schon die Knie gefahren. Muss ich jetzt hochziehen? Nothing, what's the problem? Okay, ich geh weiter. I got you a new broom. Come here. Coming. Ich hab den Meißel. Now get back to work. Bleib mal da oben. Jetzt musst du den Typen. Jetzt aber schnell zurück, Mist, jetzt musst du den Typen wieder ablenken. Kannst du den nochmal kaputt machen vielleicht? Oder? Nee, ich weiß was. Der raucht jetzt ein und ich muss da, glaube ich, drüber laufen. Ja, ja. Du musst drüber laufen und kommst dann zu mir. Genau, und jetzt musst du auf den aufpassen. Den musst du eigentlich ablenken. Ich geh wischen. Weil der sieht mich jetzt irgendwie. Obwohl, er kommt näher. Scheiße, der sieht mich, ja. Der würde mich sehen, wenn ich hier lang laufe. Mal abbrechen, aber ich brech mal ab. Kannst du den ansprechen oder so? Ja. It's hot as hell. Geh rüber. You're telling me, mate. This uniform is making me sweat like a pig. Sieht gut aus, ich bin drüben. Läuft bei uns. Ja, soll ich Bier besorgen? What? You know, some nice cold beers. That it cools down and the days go by faster. Ja? Yeah. Oh, ich bin jetzt in irgendeinem Haus drin. So, you can get us some beers? Aber jetzt ist die Tür, glaube ich, verschlossen. Scheiße! Die Tür ist doch jetzt verschlossen! Also das für ein Restaurant? Scheiße, verriegelt, ja! Warte, komm mal hin. Der hat mich gerade gefragt, ob ich hier ein Restaurant bin. Wo bist denn du jetzt? Das? Da rechts die Tür! Hinter dir die Tür! Da die! Ah, genau. Warte, ich mach dir auf. Mann, sind wir ein geiles Team. Gewesen, ey. Lass mich hier raus, komm schon. Komm. Wischi. Achso, muss ich das jetzt wieder nehmen? Du musst es mir geben. Ne, Fred geben. Fred? Warum soll ich den Fred geben? Gib doch mal dem Fred das Ding. Achso, der schleucht das mit uns raus, bestimmt. Ah, läuft hier. Cool. Meine Güte. Du musst herkommen. Ja. Voll die Panik. Ja, wer weiß, wann der wiederkommt. Nachher kommt er gleich wieder raus. Ich muss nochmal brechen. Das war auch ganz schön knapp. Der hätte mich fast gesehen. Nur weil du so langsam bist. Hey, Leo. Aha. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Toll, hoffentlich kommt keine Visite hier drin. Jetzt buddelt er ein Loch. Fällt er sein Tor da auf. Ich buddel echt ein Loch. Komm, ey. Ah, ich muss schauen, da ob einer kommt. Ah. Okay, der da kommt noch nicht. Hier kommt einer von mir. Weg da. Da kommt einer. Schnell weg da. Kann ich abbrechen?
Er guckt bei mir noch rein. Ablenken, ich lenke ab. What? Haben Sie ein Buch für mich? Ja, haben Sie ein Buch für mich? Ich bin, ist alles gut. What do I look like, a librarian? Go to sleep. Ab ins Bett. Bist du denn, dass du mich ins Bett schickst? What are you doing up this late? Da kommt jetzt der Nächste dann. Balls, man. I'm not doing anything. Hört doch gar nicht auf, wenn zwei Typen da so direkt nebeneinander stehen, ne? Nö, beide in der gleichen Pose auch noch. Vorhin bei mir steht Augen offen halten, bei dir aus Zelle entkommen. Ja, läuft, ne? Okay. Go to sleep. Warum soll ich immer schlafen gehen? Ich muss noch mal pissen. So, bist bereit? Okay, jetzt kannst du. Der andere kommt zwar wieder, aber ich versuche ihn dann erst abzulenken. Okay, er kommt. Er ist hier bei mir. Versuch ihn abzulenken. Ich lenke ihn ab. Ist morgen Besuchstag. Ja, ich krieg noch ein paar Decken. Ich hab ein paar Decken. Ich versuch's jetzt damit. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Zu vergessen. Hey, du, warte, warte, warte. Er rennt einfach weiter. Go to bed, inmate. Da kommt schon wieder der Nächste. Bin ich müde, lass mich in Ruhe, halt die Fresse. Ich bin nicht müde. Es sieht irgendwie komisch aus mit seinem Bart. Zum Bart. Der hat einen Schnauzer wie mein Vater. Mein Vater hat auch die Frisur. Sag mal, wenn er weg ist. Okay, los geht's. Schnell, schnell, schnell. Nächste. Also ich lenke den Typen, ich spreche den dann erstmal wieder an, ne? Den anderen. Aber noch ist er weit weg. Der ist da. Der steht da hinten. Der andere bewegt sich langsam. Okay. Jetzt steht er beim... Der ist, kommt durch die Tür. Und jetzt spreche ich ihn gleich an. Wie du sofort dieses Ding wegmachst. Geil, war? Ich hab's voll drauf heute. Hey, Guard, can I ask you a question? Darf ich Sie was fragen? Ja. Ist morgen Besuchungstag? No. You sure? Yeah, go to sleep. Also, ob morgen Besuchungstag ist, dann da redet er ein bisschen länger mit mir. Go to bed, inmate. Ja gut, vielleicht muss er gar nicht reden, wenn ich schon vorher fertig bin. Vielleicht musst du es nur machen, wenn du ihn ablenken musst, wenn ich dann rechtzeitig muss bin. Muss ich das nebenbei auch machen, während du den anderen ablenkst? Dass wir uns das rübergeben oder sowas? Nö, ich glaube nicht. Weil du musst ja neue Augen offen halten. Ich muss ja zur Zelle entkommen. Ja, weil du dieses Dingens hast. Ja, ich kann dir das aber gar nicht geben. Guck. Go to sleep. Okay. I'm not tired. Bin nicht müde. Halt die Fresse. Geh. Kannst anfangen. Anfangen, ich bin schon mal fertig. Der andere kommt gerade wieder zurück. Das reicht für ein paar Schläge. Es reicht, es reicht. Ja, mach weiter, mach weiter. Ich rede ihn jetzt an. Okay. Klo ist weg. Ey, vor allem, wo spüle ich denn jetzt hier, ne? Scheiße ich mir die eigene Zelle? Is tomorrow a visiting day? No. Scheiß mir die Zelle zu. Yeah, go to sleep. Grüß Gott. Na, no, wer bist du denn? Na, mein Hübscher. Hm? Willst du mal reinkommen? Ich zeig dir mal, was ich kann. Wenn ich selber als Wache würde jetzt nervös werden oder langsam stutzig werden, wenn die schon wieder so da stehen würden. Ey, mach die Funzel weg. Der untersucht dich aber ganz genau, hä? Ich frage mich, wo er immer das Ding hinsteckt. Warum sagt er immer zu dir, du sollst schlafen? Ich will nichts, mir geht's gut. Kann okay, ich? Los. Boah, nicht mehr viel. Tastatur wird geschlagen. Tastatur wird geschlagen. Der andere Typ ist noch weit weg. Er guckt da hinten Löcher in die Wand. Okay. Yeah, jetzt kommt der andere Typ langsam wieder. Ah, jetzt muss ich dir das mal sagen. Jetzt muss ich. Hab ich doch recht gehabt. Aber jetzt. Nein, stopp, warte, warte, der andere Kerl kommt. Ja, der ist gerade bei mir an der Tür.
Boah, jetzt muss ich den ganzen Scheiß auch machen. Verdammt, das krieg ich doch nie hin. Ja, jetzt weißt du, warum... Jetzt weiter, du Idiot, los. Jetzt weißt du, warum wir 8 Jahre gefangen sind. Mindestens. Ja, du 14, du brauchst 2 Anläufe. Jetzt kommt erst noch der andere, glaube ich, oder? Ja, ja, der ist schon bei mir. Genau, ich gebe dir das Werkzeug rüber, wenn er bei mir steht. Der sieht aus wie Magnum. Mein Vater. Das ist Magnum. Der sieht aus wie mein Vater. Wie dein Vater aussieht, wissen die Leute nicht, aber wie Magnum aussieht, wissen sie. Der sieht so aus. Nur eine andere Nase hat er. Meine. Nee, auch nicht. Okay, was ist damit? Nimm. Ja, will ich doch. Nimm doch. Die hab ich doch. Jetzt. Nee, da kommt, da kommt. Scheiße, Kuh. Oh. Nix gemacht. Wollen wir reden? Alles wird gut. Gehen Sie weiter. Jetzt gehen Sie doch mal. Ey, what's up? Nein, nein, ich würde nicht anfangen, ne? Nee, tue ich auch nicht. Du bist wieder gleich voll dabei. Ich gucke mein Klo an. Ich bin am überlegen, aufs Klo zu gehen. Siehst du, er kratzt sich auch schon währenddessen. Oh. Ach, guck mal, Magnum ist wieder da. Jetzt red ihn doch nicht an. Egal. Damit er weitergeht. Mein Bett ist kaputt. My bed's broken. What do you want me to do about it? I want you to fix it. Not my problem. Go to sleep. Ach du, bist du ein Arschloch. Geh schlafen, mein Bett ist kaputt. Wie soll ich denn schlafen im kaputten Bett? Du Arsch. Ah, guck mal, jetzt kommt der andere her. Schon wieder. Ah, okay. Wir müssen es das hinkriegen, dass die zwei irgendwie gleichzeitig weglaufen. Das wäre optimal, oder? Irgendwie schon. Soll ich den jetzt ansprechen? Ich glaube, kannst du gar nicht. Kann nur ich. Doch, kann ich noch. Oh, jetzt geht er weg. Du kannst, glaube ich, nur den anderen dann ansprechen, ne? Du kannst anfangen, wenn er weg ist. Okay, fang an. Fang an, mach kaputt. Ja. 1, 2. Gas, gib Gas. Da muss ich die Tasten ganz normal, ne? Ja, ja. Kommt. Abbruch. Was? Abbruch. Abbruch! Ja, ich drück mal gut, wie beklappt! Ich geh schnell vom Klo weg. Hier. Sehen Sie, sorry. Meine Hände sind in Unschuld! Muss sagen, sorry, ich hab grad einen Schiss gehabt. Meine Hände sind in Unschuld, alles gut. Sind voll geschissen im Klo. Hey man, mein Nachbar, der scheißt zu laut. Irgendwie dieses Spiel. Ist cool, ich find's cool. Geht der jetzt weg? Kommt der andere schon? Nee, der kommt nicht, der steht. Gib Gas. Ich glaube, der andere kommt nicht mehr, der ist schon zu voll. Ja, beide weg. Mhm. Okay, er kommt wieder. Noch kann ich. Ich gebe alles. Ein Abbruch. Oh, läuft. Ja, bei dir traue ich nicht. Weißt du, das ist lieber vor Abbruch. Mir traust du nicht? Nee, du hast vorhin schon gesagt, du machst vielleicht einen Fehler. Wann können wir eigentlich speichern? Gar nicht. Oder müssen wir dann komplett von vorne anfangen? Ich glaube, das speichert automatisch, oder? Ich habe nicht nachgelesen. Ich habe aber auch nichts gesehen diesbezüglich. Ich muss gleich mal Pause drücken. Ich glaube, der, okay. Okay. Glaub, der andere hat wirklich die Schnauze voll von uns. Warte mal, ich drück mal Escape. Okay, nee, keine, da gibt es keine Speicherung. Ja, dann muss es ja zeitgleich speichern eigentlich. So, eigentlich speichert es dann automatisch, finde ich. Ich habe es auch nicht nachgelesen. Gib alles! Gib! Drück! Nein! Wie heißt die nochmal? Vincent, los! Vincent! So, okay. Oh. Nee. Nix getan. Alles gut. Elio. Yeah. I'm done. Alright. Let's wait. Bin fertig im Klo. Hopp, gib alles. So, wie kann ich jetzt nochmal aufs Klo gehen vor lauter Stress? Ja. Frauen müssen eh noch 5-mal pischern, bevor es losgeht. Hol Licht aus. Jetzt wird's ernst.
Licht aus, Kopf zu. Was? Ready? Yeah. Okay. Los. Der gemeinsame Schiss. Ah, wird was. Aber jetzt mal ernsthaft, wo geht das weg, ne? Das will ich gerade gar nicht wissen. Damn, the smell, man. Ja klar stinkt es hier. Hallo, da ist unser Schiss reingerollt. Oh, was du alles drücken musst. Steht leer und ich drück die ganze Zeit die E und so, ne? Kennst du von anderen das Spielen? Immer schon, E. Vincent, renn! Müssen wir lang? Ja, lang, glaube ich. Hier durch? Mach mal. Die Tür geht nicht auf. Dann doch zu dem Brett hier drüben. Interessanter Dingens. Hier ist ein Brett. Zu rüberspringen? Wie kann ich springen? Ah, nicht, die springen nicht. Hm. Ist hier irgendwas? Hier ist ein. Was ist hier? Hier ist was. Vincent, come over here and help me. Ja, ich komme. Wo bist du denn? Ja, hier. Wo bist denn du? Ach, ja, da! Ja, guck doch da, da! Ich hab. Zieh! Guck mal, wir sind Tarzan. Du bist Jane. We should be able to stop the fan with this. Ja, dann können wir da durch. Na toll. Oh. Mal rein, genau. I can't hold it forever. Ja, ich kann immer lang. Ich kann immer lang. Nein! Ja, ich bin durch! Du bist durch, da hast du recht. Gib mir das Ding. Achso, muss ich die Tür aufmachen? Mach mal Tür auf. Ich kann nur die Tür aufmachen. Ich mach einfach die Tür auf, ist doch viel einfacher. Hier rüber? Nee, jetzt bin ich beim nächsten. Ich muss mir jetzt auch was suchen, anscheinend. Ich kann hier keine Tür aufmachen. Willst du da drüber geben? Sollen wir da stehen? Warte, hier ist was? Hier ist eine andere Tür. Mach doch mal die Tür auf. Mach doch mal die Tür auf. Come and help me. Ja, super. Ah, nee, da muss ich mitmachen. Guck mal hier in die Ding. Kann ich das so rüberschmeißen? Nee, ne? Versuch mal. Ich habe nur da drin. Dann klettert er wieder raus. Ich brauche auch irgendein Dingens. Kann ich da noch was abmachen? Kann das ablegen. Warte mal, ich kann das ablegen. Also es aufnehmen? Nimm mal auf, mach du das mal. Ja. Und ich probiere mal, ob ich es dann drüben wieder aufheben kann. Und los. Hold it. Oh Gott. Du musst eh drücken, ne? Die ganze Zeit. Leg mal das Ding ab. Ablegen. Nee, ich komm nicht. Ran? Nee, ich komm nicht ran. Need some help with the door. Get over here. I can't. You gotta stop the fan first. Warte mal, vielleicht gibt's hier was. Ich guck mal, ob ich was finde. Kann ich dir jetzt irgendwo anders durchgeben? Moment, ich guck gerade. Hier ist doch was. Strom ausschalten. Guck mal, ich schalte einfach einen Strom aus. Komm doch einfach ruhig, ich will den Strom. Manchmal ist einfach, wenn man einen Stecker zieht. Also, nee. Jetzt lässt er die Stange auch da. Also, die Stange müssen wir anscheinend nicht mitnehmen. Tja, hat der eine dabei. Cool. Das gefällt mir. Das Spiel ist mega. Das lade ich auch an einem Stück hoch, glaube ich, komplett. Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich bin auch dafür. Ja, we do. Du weißt gar nicht, wann du eine Pause machst, das hasse ich momentan bei den Spielen. Also für Let's Plays sind viele Spiele mittlerweile echt so, ne? Ich wüsste gar nicht, wann ich jetzt einen Cut mache für die nächsten Szene eigentlich. Das kannst du eigentlich fast gar nicht bei dem Spiel. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Ich denke an Laken. Alright, let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, Gott, wir liegen dann im Wäschewagen. Then what? The guard will inspect it
and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay.